Ich möchte nochmal loswerden, dass dieser Einsatz hier der Polizei total unverhältnismäßig ist. Aber wie gesagt, auch ganz gut in das Bild der deutschen Polizei passt. Im letzten Jahr haben wir erlebt, dass wir mit 10.000 Menschen in Frankfurt demonstrieren wollten gegen die Politik der Europäischen Zentralbank, gegen die deutsche Krisenpolitik. Nach wenigen 100 Metern wurden wir aufgehalten und wurden dann 10 Stunden da festgehalten. Vollkommen unverhältnismäßig. Ähnliches spielt sich hier wieder ab. Wir verurteilen diese Einsätze der deutschen Polizei und können nur noch mal wiederholen, dass wir wollen und fordern, dass unsere Genossen sofort wieder freigelassen werden. Ich verlese jetzt auch hier noch mal ein Grußwort von unseren italienischen Genossinnen, die auch in Brüssel in den letzten Tagen festgenommen wurden. Denn wir haben auch schon gehört, in Brüssel gab es auch unverhältnismäßige Polizeieinsätze, krasse Festnahmen, über 200 Leute. To our Block Occupy comrades, firstly, thank you. Not just for being the key driver behind the week of action, but for coming to Brussels. Your presence was important, not just to show our diversity and unity, but to ensure we began the European week of action as we intend to continue. Fighting for solidarity beyond borders and democracy from below. Sorry, we are unable to be there in person in Berlin, but we are most definitely there in spirit. Your fight against the stranglehold of multinationals is our fight. In Berlin or Brussels? Our right enemy is the same one. We have the same enemy. We are immensely proud that together we stuck a blow to the beast of underbelly in the Russian heart of the austerity regime that is Brussels. There were almost 300 arbitrary and unnecessary arrests, including Belgium and European parliamentarians and candidates, union leaders, heads of NGOs, and many retired citizens. Why? Because they are afraid of us, afraid that people will listen, afraid that the profits of their big business parties might be affected as people begin to wake up. But they are not winning. We are. They are naivety and arrogance and thinking people would accept the suppression of democracy to protect big business is also their downfall. And people's rejection of it is